So viele Menschen, weiblich, männlich, alle Gender, sind so geile Sicher, aber sie sind überhaupt nicht stolz auf das, was sie können, was sie machen. Und das verändern wir heute. Wie zum Beispiel bei den Coiffeusen und den Coiffeuren. Ich bin nämlich eingeladen, zu Enter Coiffeur Swiss, dort eine Keynote zu halten und denen ein bisschen den Stolz zu wecken. Ein bisschen zeigen, wo können sie noch mit dem Storytelling ein bisschen spielen und was können sie allenfalls noch besser machen. Und da freue ich mich sehr drauf. Let's go! Hallo miteinander und herzlich willkommen zu diesen nächsten 45 bis 320 Minuten Storytelling-Exkurs. Ich hoffe, es geht euch allen gut und ich freue mich, habe mich wirklich heute extrem auf diesen Abend mit euch gefreut, weil ich möchte gerne, dass ihr euch bewusst werdet, dass ihr sicher einen der geilsten Jobs habt auf dieser Welt. Wenn ich erreicht habe, dass ihr dessen euch noch mehr bewusst sind und das auch transportieren könnt in eurer Kommunikation. Und wenn ich von Kommunikation rede, dann rede ich von verbaler, nonverbaler und paraverbaler Kommunikation. Und darauf gehe ich jetzt ein. Weil ihr habt wirklich einen urgeilen Job, weil mein Tag heute war echt beschissen gewesen. Ich bin heute Morgen aufgestanden, so richtig voller Tatendrang. Ich habe mich mega auf den heutigen Tag gefreut, aber wie mich kennst, kann immer relativ viel zu tun. Wir machen am Freitag einen Film für eine grosse Firma, haben das Storyboard noch schnell müssen machen, weil alles auf den letzten Drücker gekommen ist. Morgen ist ein Webinar am Abend um 6:30 zum Thema angstfrei, noch ein bisschen mutiger sein. Dann mache ich relativ viele Sprecherjobs, ich coache, ich berate und schaue, dass die Menschen mehr gesehen und verstanden werden. Und das ist nicht ganz immer so einfach und es ist recht exhausting. Also bin ich heute wirklich von Pontius zu Pilatus gesäckelt und ich habe wirklich einfach so halbe Schnappatmung bekommen, bis mein Reminder gekommen ist und gesagt hat, 10:50, du gehst zum Costas. Dann schaue ich auf das Handy und finde so, wow, geil. Und so geht es wahnsinnig vielen Personen, dass sie den ganzen Tag ungestresst sind und dann dürfen sie eine halbe Stunde, wenn es ein Mann ist, oder 2,5 bis 5 Stunden, wenn es eine Frau ist, in so eine Wellness-Oase und sich dort wirklich etwas Gutes tun. Und dann bin ich dort hingegangen, und hat das erste Mal so richtig durchschnaufen. Das hat einen extremen Impact auf, wie fühle ich mich, wie geht es mir. Ihr tönt von all euren Klientinnen und Klienten, tönt ihr den Selbstwert boosten in dem, was ihr macht. Ihr gebt ihnen ein Zeitfenster, wo sie einfach für sich sein können und sich etwas Gutes tun. Ich habe sogar mal versucht, wie das ist, Maniküre zu machen. Das habe ich überhaupt nicht relaxing gefunden. Ich gehe wirklich gerne zum Coiffeur. Mein Sohn, er ist 6, von ihm werde ich auch immer wieder ein bisschen erzählen, er im Fall auch. Weil ihr habt ja nicht nur dann, in dieser halben Stunde, mir mein Leben versüßt und mein Selbstwert gestärkt, so dass ich, wenn ich wieder für meinen YouTube-Kanal Videos mache, dann auch sage, okay, jetzt sehe ich auch dort gut aus, sondern ihr habt ihn auch nachher versüßt, weil ihr habt mir meinen zweiten tollen Moment an diesem Tag beschert, nämlich, wo mir meine Frau noch schnell gesehen hat und gesagt hat, hey, du siehst gut aus. Also tun ihr ja nicht nur bei dieser Person jetzt gerade dort ein Zeitfenster schaffen, wo sie sich etwas Gutes tun, wo sie mal oben runterkommen können, sondern auch im Nachhinein tun ihr ihren Selbstwert stärken durch das, was eure Arbeit tagtäglich auslösen bei euren Klientinnen und Klienten. Also fängt das Storytelling bei mir schon dann an, wenn ich den Reminder bekomme, back, du darfst jetzt mit Coiffeur, dann macht es schon so. Und genau diesen Reminder, den kann man natürlich gestalten. Da könnt ihr natürlich eine persönliche Message, die auch Freude transportiert, weil meine Freude ist eure Freude. Und dann komme ich dort an und ihr seid in der Lage, jederzeit eure eigene Story zu verändern. Ich habe heute Morgen habe ich mich entscheiden, als ich aufstand, habe ich sagen, ob das ein geiler Tag wird oder ob das ein scheiß Tag wird. Ich habe für mich entscheiden, ob ich jetzt am gestern noch nachhängen, was ich gestern noch besprochen habe oder so und sage, ja, und den gestrigen Tag schlecht bewerten oder ob ich jetzt einfach sage, das wird ein guter Tag, ich freue mich auf heute Abend. Und genau so, wenn ich meinen Tag und meine Story kann beeinflussen, könnt ihr eure Story beeinflussen. Und ihr beeinflusst sowieso die Story von eurem Gegenüber. Weil Kommunikation ist immer Tauschhandel. Und man kann ja nicht kommunizieren, wie der Watzlawick schon gesagt hat. Also gebe ich euch beispielsweise 50, 100, 120, 250 Franken für einen Haarschnitt, aber ich komme dagegen etwas über von euch.
Und wo fängt das an, wo ich bei euch bekomme? Das fängt beim Reminder, du im Fall übrigens nicht vergessen, bis hin zu ich laufe dort, also jetzt viert heute tatsächlich, literally heute, im Viertel ab 4, 5 ab 4, ich bin extra nicht spät gekommen, weil ich ja gewusst habe, dass mich der Marc noch schnell dazwischen gequetscht hat und er überhaupt keine Zeit hat, bin ich dort angekommen und dann hat die Story eigentlich angefangen. Dann hat der Kostas, ich weiß nicht, ob ihr ihn kennt, finde ich einen wahnsinnig tollen Typ, ein gebürtiger Griech und so. Bin ich dort reingekommen, dann hat er mich schon angeschaut in seinem Hawaii-Hemd. Und dann hat es bei mir auch schon, Pam, okay, so halbe Ferien. Und dann habe ich nur schon an seiner nonverbalen Kommunikation habe ich gemerkt, okay, gut, nein, jetzt eins rauchen ist keine gute Idee. Ich gehe jetzt am besten rein, dann zeigt er mir gerade auch schon dort richtig Waschbecken. Dann gehe ich dort hin, liege so dort hin. Ich wäre jetzt am liebsten noch kurz ein bisschen liegen geblieben, so bei meiner Müdigkeit, die ich hatte. Aber dann hat mich eben das, und das ist that's the beauty of your job. Ihr durch das, dass ihr sagt, hey, schau, jetzt kannst du einfach mal ankommen, jetzt kannst du einfach mal oben runterfahren. Das wird mir nicht beim Coiffeur gesagt, aber das könnte man rein theoretisch könnte man das auch sagen. So, herzlich willkommen. Also könnt ihr euch natürlich all the way, jeden Step, wo der Customer in seiner Journey mit euch hat, könnt ihr euch überlegen, wie mache ich das eigentlich? Wie wirkt das? Eine einfache Übung dort beispielsweise ist auch, wenn ihr euch die Schritte mal aufschreibt. Der Kunde kommt an. Oder? Und dann überlegt ihr euch wirklich mal, überlegen, okay, wie ist das eigentlich für einen Kunden, wenn er da reinkommt? Und ich sage auch meinem 6-jährigen Sohn, wer nicht fragt, hat keine Ahnung. Wenn ihr es euch einfach macht, dann fragt doch einfach mal eure Kundinnen und Kunden. Auch bei anderen, wenn es um Storytelling und Coaching und so geht und Wirkung, Aussenwirkung, also das, was wir jetzt eben die nächsten paar Minuten miteinander werden besprechen, sage ich Ihnen auch, hey, look, das mit dem Fragestellen ist wirklich einfach jetzt mal der erste Tipp vom heutigen Abend. Ihr könnt beispielsweise auch mal eine Fokusgruppe machen, dann könnt ihr im besten Fall nicht eure Mutter einladen, weil die findet sowieso alles geil, was ihr macht. Sondern einfach so Kollegen, die auch so ein kritisch sind und die auch die Haare schneiden. Und dann kochen wir mal zur Nacht für dich und sagen, du im Fall übrigens, was hast du das Gefühl, wie fühlst du dich aufgehoben und so weiter und so fort. Würdest du bitte mal bei einem anderen von meinem Coiffeursalon einmal die Haare schneiden gehen und mal schauen, wie ist eigentlich die Customer Journey dort. Also laufe ich auf den Kostas zu, bin schon relativ gestresst, weil ich habe ja vorhin schon gesagt, es war ein schwieriger Tag für mich und mir ist schon runtergelaufen, mehr als jetzt. Und dann hat er gesagt, ja, Timo, wir kriegen das hin. Kein Problem. Alles gut. Du hast schon Zeit. Dann habe ich gesagt, okay, ja, geil. Also hat sie Storytelling mit meinem Storytelling, wo eher gestresst ist, hat er mir in dem Tauschhandel von dieser Kommunikation, hat er mir das gegeben, was mir fehlt. Ich weiss nicht, ob ihr euch schon mal mit dem Wort Relevanz auseinandergesetzt habt. Wer kennt das Wort Relevanz oder hat es schon mal gehört? Und das Spannende ist, wenn man das Wort Relevanz den Menschen sagen oder fragen, was weißt du, was Relevanz bedeutet, dann kommen immer so diffuse Antworten. Das Spannende ist jedoch, dass wenn du das googlest oder auf Wikipedia eingibst, dann heisst es dort situative Wichtigkeit. Also wenn ihr euch und eurem Storytelling und eurem Kunden und eurem Geschäft etwas Gutes tun wollt, dann versucht doch in die Situation von dem Gegenüber euch sich hineinzufühlen. Wie zum Beispiel eben der Kostas, der gemerkt hat, ich bin wahnsinnig gestresst, also ist das Delta von Ist und Soll, das, was mir fehlt, das, was für mich die Information am relevantesten ist, ist, entspann dich. I take care of you. I take care of you und ich schaue, dass du von deiner Frau, dass du auf den sozialen Medien, bei jedem Touchpoint, überall, wo man dich sieht, dass du gut aussiehst. Because that is your job. Und genau das machen die voller Inbrunst. Und zwar jeden Tag. Also habt ihr es in der Hand, euch zu überlegen, eben Step by Step beispielsweise, wie nehme ich den an, wie kommt der rein? Mein 5-jähriger Sohn beispielsweise läuft immer 10 Schritte vor mir in den Coiffeurladen rein, weil er es so geil findet. Und warum findet er den Coiffeur so geil? Weil er einfach genau weiss, dass er sich nachher mehr gefällt. Es ist tatsächlich so. Und er ist erst 6. Natürlich hat es auch damit zu tun, dass er dann während dieser Zeit etwas auf dem Handy schauen darf, weil sonst sind wir dort relativ strikt. Also kann man natürlich auch dort positive Anreize schaffen. Das ist eigentlich im Prinzip, ist der Bierchat, den ich heute getrunken habe, ist quasi das Äquivalent zu dem Handy.
Weil ich mir vorher schon am Eis, wo ich gefunden habe, hey, jetzt hört es dann jemand auf, habe ich gewusst, am 10.04 gibt es ein Bier aus dem Bierchat. Und einen kurzen Chat mit dem Kostas. Wie es dann so geht und so. Und dann hat er gesagt, ja, was machen wir denn jetzt heute mit dir? Machen wir gleich wieso oder machen wir kürzer, weil wärmer? Und ich so, kürzer, weil wärmer. Und er so, ja, aber bei dir wäre länger, wäre schon auch irgendwie geil. Aber das hat er mir erst gesagt, wo er schon geschnitten hat. Da habe ich gefunden, okay, gut. Habe ich gesagt, okay. Und wenn wir jetzt immer nur quasi nachkonturen, dann hat er gesagt, ja, dann sind sie im Winter schon länger. Da habe ich gefunden, ah, gut, okay, dann schauen wir das jetzt fürs nächste Mal und jetzt machen wir mal kurz, weil Sommer. Okay, prima. Und dann habe ich gesagt, ja, weißt du, mir ist es einfach wichtig, dass es meiner Frau gefällt und dass ich auf den YouTube-Videos gut aussehe. Dann hat er auf das aber gesagt, ja, weißt du, also die Frauen meiner Klienten, die finden die Frisur nicht mehr geil. Und dann habe ich gesagt, ja, okay, cool, schön. Und danach sagt er auf das, aber neulich hat eine angerufen, die fand das überhaupt nicht lustig, dass ich seine Frisur machen wollte und nicht ihre, die sie immer will. Und hat angerufen. Da habe ich gesagt, ah, okay. Und dann schaue ich ihn so an und sage so, hey, danke vielmals, weil ich bin ja heute Abend, wie du weißt, vor ein paar Coiffeusen und ein paar Coiffeuren und darf dir dann etwas erzählen und du hast jetzt zwei Sachen wahnsinnig richtig gemacht. Nämlich, zuerst hast du mich abgeholt. Hast du mal geschaut, dass mein Puls ein bisschen oben runterkommt und der Schweiß nicht mehr so fest perlt und ich mich in Sicherheit fühle, dass nicht irgendjemand dazwischen gerätscht und der nächste Kunde kommt rein, wenn ich noch nicht fertig bin. Das ist ja so ein Horrorszenario. Das Zweite, was er dann eben gemacht hat, ist, er hat den Social Proof rausgeholt, nennt man das in der Fachsprache. Und der Social Proof ist der, dass er gesagt hat, hey, ich habe gute Ratings. Das ist das Gleiche, wie wenn du sagst, gehst du mal bei Google schauen, ob ich Proven Expert. Dann hat er mir das gesagt und dann habe ich gesagt, ah, okay, nochmal so ein Teil, das mich auf der sicheren Seite wiegt. Er hätte das gar nicht machen, weil ich schon ein paar Mal bei ihm haarschneiden bin. Ja? Aber er hat es trotzdem gemacht und das hat mich gut fühlen lassen. Das hat quasi zu dieser Entspannung, zum oben runterkommen, nochmal ein bisschen mehr oben runtergeholt. Oder? Und dann hat er aber auch noch das gerade relativiert in seinem Storytelling inne und hat dort dann quasi gerade auch noch, dass er so wieder leid, dass es nicht cocky wirkt, was er voran gesagt hat. Und das auf eine witzige Art und Weise. Was natürlich der Wahnsinn ist. Und das hat mich wirklich, das hat mich sehr gefreut. Und nachher, Schluss am Ende, sind wir fertig gewesen. Wunderbar, ich bin gegangen, habe ein gutes Gefühl gehabt. Und das sind jetzt nur ein paar wenige Steps. Das Einzige, was so ein bisschen hitzig war, ist mein Handy, weil ich den ganzen Tag am Telefonieren war, war sehr low und sie hatten nicht noch ein Kabel, wo ich mein Handy laden konnte. Das ist eigentlich ein No-Brainer und ich hätte es gefunden, das könnte man ja erwarten. Das hat dann wieder den Stresspegel wieder ein bisschen angehoben, weil ich gefunden habe, ja Mist, was machen wir dann, wenn mein Handy abliegt, wenn wir da rausgehen? Und dann ist schon wieder der Monkey Mind. Alles klar. Und genau so gestaltet ihr meinen Tag. Weil mein Tag hört ja nicht auf. Mein Tag, der geht ja weiter und dann komme ich in Kontakt mit anderen Menschen und die wertschätzen dann, dass ich bei euch gewesen bin. Und darum danke vielmals, dass ihr jeden Tag den Job macht und die Menschen auf der Straße ein bisschen schöner. Weil ich schaue sie auch gerne an. Weil wir alle schauen wahnsinnig gerne Menschen an. Wir haben dann noch schnell ein Foto gemacht. Ich habe gefunden, du kannst das auch auf die Social Media tun. Dann hat er gefunden, hihihi. Aber ich hätte es jetzt noch geil gefunden. Ich hätte es auch als einen Teil von seiner Wertschätzung empfunden, wenn er jetzt gesagt hätte, er brüstet sich mit mich. Oder mit mir, Entschuldigung. Nicht ganz deutsch so. Aber ja. Also das ist schon so ein Fakt. Das hätte ich schon noch geil gefunden. Weil so, dann hätte ich natürlich auch seinen Stolz gesehen. Und ich finde doch durchaus, und so bin ich heute eingestiegen in die Keynote, ich finde schon, dass ihr ein bisschen stolzer könntet sein auf das, was ihr Alltag macht. Und euch auch immer wieder mal auf die Schulter klopfen. Und deswegen würde ich euch sehr gerne herzlich dazu einladen, euch mal auf die Schulter zu klopfen, gegenseitig. Also immer rechts zu links und dann einmal noch schnell selber, bitte. Ist gut. Ja, Wahnsinn.
Weil es ist wahnsinnig spannend. Also wer hat ein bisschen Ahnung von Kommunikation und Kommunikationstheorie und so da innen? Hände hoch. Alright. Gut. Jetzt gibt es ja so die Transaktionsanalyse. Ich habe vorhin gesagt, Kommunikation ist Tauschhandel. Ja, ich tausche etwas, ich gebe euch Geld, ihr macht, dass andere Leute mir auf die Schulter klopfen. Und sagen, yeah, ich gebe mir eine gute Zeit, ihr gebt mir so eine Mikro-Wellness-Oase. Boostet meinen Selbstwert und. Und dort in diesem Tauschhandel gibt es ja das sagenumwobene, ich bin okay, du bist okay. Kennt ihr das, so eine Transaktionsanalyse? Wie oft passiert es euch, dass ihr denkt, nicht ich bin okay, du bist okay, sondern du bist okay, ich bin nicht okay? Ja, das passiert, aber das muss nicht sein. It's your story. Du hast die in der Hand. Und natürlich ist das, was du machst, was du tust und so weiter und so fort, das ist okay. Das Einzige, was nicht okay ist, ist, wenn ihr das, was ihr sagt, wenn ihr den Outcome von dem im Zufall überlässt. Und da gibt es natürlich so ein bisschen Tricks, wie man mit dem ein bisschen umgehen kann. Ja? Dass es eben ein bisschen weniger zufällig ist, wie das man wirkt, beziehungsweise wie das die Kommunikation dort nachkommt. Wir haben vorhin die Relevanz mal schnell angeschaut. Eben die situative Wichtigkeit. Und eben halt einfach auch, wer nicht fragt, hat keine Ahnung. Ein gutes Gemeins, hey, wie geht es dir heute? Oder wie fühlst du dich jetzt gerade? Hat so einen grossen Impact, weil das ist ein Zeichen von Wert. Schätzung. Weil ich bin okay, du bist okay, sagt eigentlich nichts anderes, als dass wir uns auf Augenhöhe befinden oder empfangen. Weil du bist immer ein Sender und ein Empfänger gleichzeitig. Wenn du etwas sagst oder jemand willkommen heisst, dann sendest du ein Grüezi. Und das Grüezi, das kann man eben beispielsweise auch mit einer Frage verbinden. Oder man kann dann eben das Senden halt einfach auch in so eine Richtung beispielsweise shapen, weil auch wenn er die Art und Weise, wie ihr am Klient die Jacken abnehmt, ist auch ein Senden. Wenn ihr sie einfach rausreisst, wisst ihr, was ihr nonverbal auslösen bei euch im Gegenüber. Und wenn ich heute auch anbringe, ein bisschen wie Achtsamkeit in diese Handlungen, verbal oder eben auch nonverbal kann reinbringen, dann habe ich schon recht viel gut gemacht. Also wenn wir jetzt da sagen, ich bin okay, du bist okay, oder? Dann gibt es da die sagenumwobenen drei Ebenen. Also es gibt das Kind, es gibt das Erwachsene und es gibt das Ältere. Und da natürlich auch. Also da machen wir EK, oder? Alles klar. Gut. Ui, jetzt aber. Rüttelt gerade ein bisschen. Also. Und wenn wir merken, dass wir Sender und Empfänger, ich habe früher Radio moderiert, ich habe auch Sendungen gesprochen, wie zum Beispiel heute bei Jung, Wild und Sexy. Ist so. Ja, no joke. Was soll ich noch einen? Sexy Back, die neue von Justin Timberlake, jetzt bei CityDisc und CityDisc.ch. Das kennt ihr, die kennt ihr wahrscheinlich. Oder? Also habe ich dort ja gesendet, ja? Und dann bin ich zuerst beim Radio 24 und habe dort so das 1 und 1, so Couple-Shows, das mache ich wahnsinnig gerne, das finde ich super lässig und so easy listening am Sonntagabend, habe ich auch gemacht. Und dann hast du natürlich eine andere Stimme, oder? Ist schon klar. Aber als ich beim Radio 24 war, dann hätte ich können, um zu verrecken, hätte ich können wählen auf 100,9 senden. Die 100,9 auf Empfang haben, also auf ihrem Radio, die kommen nicht meine Message mit über. Wenn ich den Sender nicht auf den Empfänger einstelle, bekommen die den nicht. Also wenn ich auf das Klientel senden will, dann muss ich zu Energy Zürich oder eben auch noch dazu mal Radio Z. Ich bin gerade beim Übergang dort gewesen. Und dort habe ich die 100,9 Klientel auch bekommen. Und da habe ich 102,8 Klientel bekommen. Also wenn ihr mit eurem Gegenüber noch ein bisschen mehr in Kontakt treten, die auch noch ein bisschen mehr an euch binden, dann müsst ihr euch natürlich überlegen, okay, gut, wo ist der überhaupt auf Empfang? Versteht der mich überhaupt? Habe ich die Wortwahl oder habe ich sie schon oder ihn schon mit ins Boot geholt? Habe ich schon quasi sie auf Empfang? Oder gibt es irgendetwas, wenn ich sie auf Empfang aufhole? Weil es gibt ja zwei Möglichkeiten. Entweder wechsle ich den Kanal und die Art und Weise von der Ansprache. Oder ich wechsle den Sender oder den Empfänger, dass der auf dem richtigen Kanal
dann halt eben auch empfängt. Das bedeutet beispielsweise, dass wenn eben jemand irrsinnig gestresst dort reinkommt in euren Coiffeursalon, dann könnt ihr dann eben beispielsweise abholen mit, hey, komm erst mal an, ich freue mich sehr, dass du da bist. Pam, ist er da schon auf einer ganz anderen Schiene. Weil allenfalls ist er oder sie ja noch völlig im Kind inne, beispielsweise. Gerade noch irgendetwas hat er so aufgeweckt oder aufgeregt, dass die Person eben gerade noch so ein bisschen am Trötzeln ist. Oder? Und halt in diesem Groove oder in diesem Vibe inne. Und wenn ihr dann halt das Erwachsenengespräch führen, dann gibt es einfach auch eine Dissonanz. Das gibt extrem auch, es gibt sicher auch viele Menschen, die Angestellte haben. Das ist auch ein Teil, da kann man sich sehr gut darauf bestimmen, wenn man beispielsweise eine Mitarbeiterin und Mitarbeiter hat. Bin ich jetzt gerade am Belehren? Bin ich im älteren Ich? Lass die Person mir gerade zu? Wie bringe ich sie dort rauf? Und das merke ich bei meinem Sohn beispielsweise relativ oft. Wenn ich möchte, dass er ins Bett geht, der Sam, dann kann ich natürlich noch lange sagen, Sam, geh jetzt ins Bett. Habt ihr das Gefühl, es passiert das? Nein, natürlich nicht. Wenn ich ihm aber sage, geh jetzt ins Bett, weil dann kannst du den lässigen Tag von heute in deinen Träumen weiterleben, dann steigt die Wahrscheinlichkeit. Oder ich kann ihm natürlich auch den Kontext geben und sagen, du, morgen wird ein ganz lässiger Tag und wenn du jetzt ins Bett gehst, dann ist früher morgen. Und es funktioniert, no joke. Und genau so könnt ihr das mit euren Klientinnen, Klienten, mit euren Mitarbeiterinnen, mit den Mitarbeitern, mit dem Partner, und eben aber auch mit den Kindern machen. Weil ein gutes Storytelling nimmt der Kunde oder eben den Empfänger an der Hand. Die Hand kommt man aber nur über, wenn man sich abgeholt oder eben aber auch angesprochen fühlt. Und wenn du nicht weißt, wie es dieser Person gerade geht, wie diffus das sie gerade ist, dann frag sie beispielsweise. Oder du mal abchecken. Machst mal ein, zwei Testfragen und schaust, ob sie überhaupt empfänglich ist für das, was du jetzt momentan sagen willst. Dann fühlt sie das beispielsweise auch als einen guten Teil von Wertschätzung natürlich auch, wenn du so aufmerksam bist und sagst, ich merke gerade, dass du jetzt am liebsten deine Ruhe hast. Bin ich da richtig damit? Und dann sagt die Person, ja, das schneid doch einfach die Haare. Heute, nächstes Mal können wir gerne miteinander reden. Dann weißt du, woran das du bist. Weil das Schlimmste, was passieren kann, und da nicken ihr wahrscheinlich alle, ist, wenn ihr dort sind und denkt, habe ich jetzt etwas falsch gemacht? Liegt es jetzt an mir, dass die Person nicht reden will? Also fragt doch einfach. Oder schaut mal schauen, kann ich da irgendwie in einer Form dieser Person eine Wertschätzung gegenüberbringen. Und nur schon allein, wenn man sich ins Gegenüber hineinversetzt, ist heutzutage, das ist so abnormal, dass man nicht nur quasi im narzisstischen Selbst ist, sondern eben auch im Aussen und in der Wirkung, wie wirklich eigentlich, dass das schon abnormal ist, wenn man sich mit dem auseinandersetzt und die nächste Person tut das schon als, oder der Empfänger tut das schon als wertschätzend in Erinnerung behalten. Und so kann man eben mit diesen drei Ebenen spielen. Ihr kennt das sicher noch. Als ihr kleine Kinder waren und etwas vom Papi oder der Mami wollten, dann habt ihr nicht nur die Stimme, sondern auch die ganze Aussprache und die Art und Weise, wie ihr es sagt, angepasst. Du, Mami. Das ist dann quasi vom Kindheitssich rauf. Das geht auch vom Mitarbeiter zum Chef. Das geht auch vom Chef zum Mitarbeiter und das geht auch vom Coiffeur zum Klient oder der Coiffeuse zum Klient. Das kann man bewusst einsetzen. Man kann aber auch sehr bewusst einsetzen, dass man sagt, du, ich habe dir doch gesagt, nimm das Shampoo nicht mehr, weil dann werden deine Haare violett. Das kann man beispielsweise so erzählen. Und dann macht es natürlich logischerweise, macht es gegenüber zum Kind. Ja, ist so. Und dann, dass es aber nicht verlierst, das Kind, weil das Kind ist sehr gerne schnell auch in Ecken hineingedrängt,
tust dich gut daran, wenn dich dann auch auf die Kindheitsebene, weißt du, ist nichts passiert, machst du Costas-Move, easy, entspann dich. Oder? Das tun wir jetzt alles retten für die Zukunft. Ich gebe dir noch ein paar Billeli und Büffeli mit. Und dann hast du das Problem gelöst. No problem, wieder Sicherheit. Weil es ist ja lustig, wir alle sind menschlich. Und darum muss man auch überhaupt keine Angst haben vor Artificial Intelligence und das ganze Zeugs. Weil wir sind immer Menschen, wir werden immer kaufen. Und das von Menschen. Und je mehr dass es menschelt, desto schöner ist es auch für uns. Aber menschelt tut es vor allem dann, wenn man die Leute mit auf eine Reise nimmt, wenn man sie eben auch abholt. Wenn man sie in Sicherheit wiegen. Weil gerade in der heutigen Zeit, ich weiss nicht, wie es euch geht, die Unsicherheit ist riesig. Wir haben es ja jetzt auch gerade gemerkt. Und die Unsicherheit, die können wir im Prinzip nur abgeben, wenn wir uns bewusst werden, dass wir in einem Austausch sind, wo beide davon profitieren, wo es wirklich menschelt. Wo man einfach seine Geschichte so kann erzählen kann, wie man es erzählen kann. Und dass man halt einfach auch da den Switch machen könnte. Dass man könnte sagen, schau, wenn die Person jetzt momentan nicht am Zuhören ist, nicht auf Empfang ist, dann hole ich sie rauf oder ich gehe zu ihr oben runter und versuche es wirklich auf Augenhöhe, das Problem mitzunehmen. Und das funktioniert dann eben auch mit eurem Social-Media-Content, wie eben einfach auch im Privaten. Weil auch dort stellt sich natürlich die Frage, ja, was interessiert denn die Menschen? Was ist für die relevant? Und für jeden ist eine gewisse Publizität ist für die relevant. Und dann wären wir wieder beim Costas und dem Selfie, das er vergessen hat zu posten oder nicht posten. Für mich wäre das relevant gewesen, dass er stolz ist auf das. Und das hätte ich mega cool gefunden. Der Mark macht das. Und er pusht natürlich auch seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dort hin. Macht es doch auch. Weil, was ist so ein Personal Brand? Ein Personal Brand ist das, wo, wenn ihr euren Job gut macht, und den macht ihr, und wenn ihr etwas diesen Menschen gebt, und natürlich eine gute Zeit und mehr Selbstvertrauen, dann ist man wahnsinnig gern bereit, auch zu sagen, wer war denn der Facilitator gewesen? Wer hat mir das ermöglicht? Weil heutzutage, natürlich sind wir in einer sehr narzisstischen Zeit. Natürlich finden wir uns alle selber die lässigsten. Aber was noch viel geiler ankommt, ist, wenn wir sagen können, das ist im Fall der Lässigste. Das hat nichts mit mir zu tun. Ich kann nichts dafür, dass meine Frisur so gut sitzt. Weißt du, ich kann ja nichts dafür. Das ist der. Und genau so kannst du natürlich eben einfach auch dein Marketing aufziehen. Wenn du dein Marketing aufziehen willst, mit einem Storytelling, überlegst du dir, was ist das Bedürfnis von meinem Klienten, den ich entdecke. Nicht, dass er nicht mehr schwitzt an den Ohren. Das ist es nicht. Also es ist nicht das Technische, sondern es ist tatsächlich das, dass ihr den Selbstwert bietet, dass ihr eine Zeit von Wellness, eine Zeit für euch, eine Zeit, wo ihr auch entscheiden könnt, schwätzen wir miteinander oder schwätzen wir nicht. Ich fände es jetzt beispielsweise auch immer wieder mal lässig gefunden, wenn mich jemand gefragt hätte, ist dir jetzt gerade noch reden, wenn wir ein bisschen Chat haben, während ich deine Haare schneide, oder hättest du gerne einfach 20, 25 Minuten Ruhe? Kannst du dir mal vorstellen, wenn du einen Businessbanker dort hast und so weiter und so fort, der freut sich mega über diese Frage. Weil was ist eigentlich das Storytelling? Jetzt rede ich seit schon mit einer Weile. Ich weiß nicht mehr, wann haben wir angefangen? Am Viertel ab. Ja, jetzt rede ich noch etwa eine halbe Stunde. Das ist mir vorher wie zwei Minuten. Ich weiß nicht, wie es geht. Wieso ich gerade? Schon wieder. Passiert. Dort, in diesem Bedürfnis, dort helfen dir. Und wenn ihr euch bewusster seid, was das für ein Bedürfnis ist, eben das Bedürfnis von Ruhe, Oase, Abkommen, Selbstwert, Selbstfindung, Zeit für mich, Me-Time. Wenn ihr über das kommt, dann seid ihr viel weniger austauschbar, als wenn ihr sagt, du im Fall übrigens, wir haben die trendigsten Frisuren. Weil das sagt jeder von sich. Wenn ihr aber den Kunden beim Bedürfnis abholt, ihn auch mal fragt, du, was ist denn dein Bedürfnis und was willst du raus, was kann ich dir bieten, was hättest du am liebsten? Dann haben wir einen wirklichen Impact. Und genau das wollen wir beispielsweise eben auch auf diesen sozialen Medien wie Instagram sehen. Oder? Das ist dann beispielsweise die Aschenputtelreise, die ganze kleine. Es gibt verschiedene Storytelling-Muster.
Und euer ist wahrscheinlich das vom Aschenputtel. Von, Ich erzähle euch zwei Geschichten. Ich hatte einen Mitarbeiter, ich habe so 2008 habe ich den Menschen erzählt, dass es YouTube, StudiVZ und MySpace geht und die Menschen haben mir entweder den Vogel gezeigt oder den Mittelfinger. Oder sie haben mit ihren Anwälten gedroht und gefunden, wenn je ein Film bei uns da auf YouTube läuft, dann verklagen wir dich. Dann habe ich gesagt, ja, wenn wir noch mehr DVDs machen oder wenn wir nicht einfach einen der Film, den wir auf DVD jetzt da brennen, nein, machen noch 200 Stück. Dann habe ich gefunden, jetzt, ich mache wirklich viel Geld, aber es wäre ja cool, wenn. Und dort mein bester Mitarbeiter war der Michi. Der Michi ist wirklich so ein Schweizer Armeemesser im Film machen. Also mittlerweile sind es 2.500 Filme, die wir gemacht haben. Und das Schweizer Armeemesser, das hat geschafft vom Abend um 6 Uhr bis am Morgen um 6 Uhr. Völlig antizyklisch, also so richtig nerdig. Und dann habe ich gesagt, du Michi, warum machst du das? Dann sagt er, ja, ich gehe nicht raus, mich will niemand sehen. Dann habe ich gesagt, ja, bin ich nicht ganz in deiner Meinung, aber okay, lassen wir jetzt einfach mal so stehen. Ja. Dann haben wir einen Termin gebucht. Und zwar ganz wichtiges Meeting. Und nachher, im Nachhinein gerade noch mal eins. Dann sind wir an dem Goldbrunnenplatz gestanden, vor dem MAD. Und dann schaut er und sagt, was machen wir da, Film? Dann habe ich gesagt, nein, Haarschneiden. Dann hat er gesagt, was ich, Haarschneiden? Und ich so, ja. Ich habe so, nein, ich habe noch nie ein Haar geschnitten. Dann habe ich gesagt, ja, aber dann wird es jetzt etwa Zeit. Komm, lade dich darauf ein. Lass ihn gehen. Kommt gut. Weißt du, hat der Beste da, der he knows his stuff, no problem. Schau. Und dann sind wir also dort reingetackelt, ich nebendran meinen Haarschnitt machen lassen, dann kann er beim Mark, zack, peng, oder? Ey, dann läuft der raus, das ist wirklich der Swan. Also wirklich der Swan-Moment. Und eigentlich hätte ich geplant, dass ich gerade im Anschluss mit meiner damaligen Lebensabschnittsgefährtin in ausstatten. Also dann halt eben auch noch, dass dann halt Kleider auch noch so ein bisschen zu dem Brand passen mit den neuen Haaren und so. Aber ich habe dann gefunden, okay gut, jetzt lassen wir das mit der Überforderung, lassen wir jetzt mal so ein bisschen da. Wir müssen ja nicht komplett Makeover heute machen. Hey, und dann hat er ab dem nächsten Tag, hat er gesagt, darf ich jetzt auch ins Büro arbeiten kommen? Dann habe ich gesagt, ja natürlich kannst du auch ins Büro arbeiten kommen, weil er hat gemerkt, wie die Menschen im Tram und so ihn anschauen. Und das ist wirklich, also der ist sich so nackt vorgekommen im ersten Moment, hat er mir erzählt. Aber mit der Zeit haben dann die Leute haben ihn angefangen anzuschauen und es hat einen total anderen Michi gemacht. Und dann haben wir ihn noch mitgenommen, dann haben wir noch 3 Garnituren und noch einen Anzug und so geschenkt und dann ist er ein komplett neuer Mensch gewesen. Und das ist die Power, die euer Job hat. Das kann wirklich vom verdruckten, kleinen, hässlichen Entlein, vom Aschenputtel, der von der Stiefmutter immer wieder getriggert worden ist und du bist doch nichts, und du kannst doch nichts, und du bist nichts wert, du siehst auch nicht gut aus. Und ihr habt Power. Wer, wenn nicht ihr, hat Power, das rauszuholen. Klar können sie sich zu so irgendwelcher Schminke gehen oder in Kosmetikstudio, aber die Bügel kommen wieder. Und zwar schnell. Aber die Frisur, wenn sie gut gemacht ist, dann wächst sie im Shape. Habe ich auch zuerst mal lernen. Aber was ich immer gefunden habe, und das ist wirklich so, ich finde, der Coiffeur und die Coiffeuse, sind mir nicht böse, wenn ich manchmal Coiffeur ohne Coiffeuse sage. Und ich meine auch alles dazwischen, zwischen Coiffeur und Coiffeuse. Das ist wirklich so. Ihr verändert den Menschen, ihr verändert die Sichtweise vom Menschen von sich gegenüber. Jetzt sind wir neulich bei Mark, sind wir bei Sam, und dann hat er so einen Helm bekommen. So. Hey, dann ist er heimgekommen, dann hat die Mutter gesagt, ja, wie siehst du denn du aus? Und dann schaut er sich das so, dann schaut er sich im Spiegel an und sagt so, oh, ich habe einen Helm. Dann habe ich gefunden, okay, gut, kommen Leute in den Markt an, das können wir sicher wieder ein bisschen. Und so. Aber er hat es auch schon gemerkt, mit seinen 6, gell? Und das ist, that's the beauty of it. Und er würde jetzt auch am liebsten gerade irgendwie Instagramen und sagen, guck mal, ich habe meine neue Frisur, oder? Und genau das ist das Geschichtenerzählen, das ich euch mit auf den Weg geben will. Schaut, wie könnt ihr die Menschen noch mehr dazu enablen, sich gut zu fühlen.
in ihrer Situation, wo sie sich jetzt gerade befindet. Schaut eure Prozesse an. Wie sagt ihr Grüezi? Wie nehmt ihr den Mantel ab? Mit welcher Handgeste? Ist es so, schau, da ist dein Stuhl? Oder ist es so? Oder so ein wohlwollendes, bisschen mit der Hand offen? Weil gutes Storytelling nimmt der Kunde an der Hand. Schau da, dort ist dein Stuhl. Darfst du dir auch gerne einen anderen aussuchen, aber wenn du willst, nimmst du doch den. Warum ist das ein guter Trick mit dem Stuhl oder selber aussuchen? Es gibt zwei Arten von Menschen. Entweder die, wie ich, die so finden, hey, ich muss mich den ganzen Tag irgendwie entscheiden, ich bin auch sehr froh, wenn mir die Entscheidung abnimmt. Und dann gibt es halt die anderen Menschen, die sagen, ich muss mich entscheiden. Ich lasse mich noch nicht bevormunden. Oder? Also, wenn du Lust hast, sitzt auf diesem Stuhl, das ist mein Lieblingsstuhl, dann hat er gerade auch noch so eine persönliche Konnotation. Also im Avenue habe ich meinen Lieblingsstuhl und auch an der Zweierstraße habe ich meinen Lieblingsstuhl. Das ist ein kleines Spleen vielleicht. Ich nehme immer den außen links, außen rechts. Genau. Vielleicht hat es damit zu tun, dass man außen rechts am meisten wahrgenommen wird. Wisst ihr das? Wisst ihr nicht? Interessiert das euch? Okay. Der Blick vom Mensch geht immer von da unten nach da rauf. Also es ist immer die Richtung. Darum sind Zeitungsanzeigen unten links am teuersten. Darum ist das Sendelogo von ProSiebenSat.1, RTL und so weiter oben rechts, weil du musst dran anschauen. Das ist wie der erste Punkt. Weil du da durchschaust, kannst du beispielsweise auch verschiedene Sachen mit dem auch bewirken. Wie zum Beispiel, es hat eine Studie gegeben in den späten 90er, Anfang 2000er Jahren, die gesagt hat, wenn du die Uhr anstatt links rechts drehst, dann schauen die Leute gerade als erstes da rechts an deine Uhr an. Das suggeriert im Unterbewusstsein, dass du wenig Zeit hast. Durch das verkürzt sich die Meetingdauer um etwa 20%. Das bedeutet beispielsweise auch, dass du, wenn du eine Seitentasche drehst, weißt du, welche die da auf der Seite, wenn du die auf dieser Seite drehst, dann geht dein Bändel da auf, ist komplett im Blickverlauf, dein Blick ist offen, du wirst gesehen. Du musst dich mal achten. Wenn sie umgekehrt drehst, also so wie auch die amerikanisch gereiften Krawatten sind, bei uns sind richtig, die amerikanischen sind falsch, dann hast du da einen Blocker, du wirst viel weniger wahrgenommen. Bad Hair Days, bei euch kann man das ja sagen, ist das beispielsweise etwas wahnsinnig Tolles. Dort könnt ihr es blockieren. Da könnt ihr auch die Einkaufstaschen nach dem Mikro, könnt ihr Rechtsträger werden ihr weniger sehen, wenn ihr Linksträger werden ihr mehr sehen. Die Frau, üblicherweise bei einem Mann, läuft links nebendran. Warum? Weil du zuerst am Mann vorbei musst, um sie zu bekommen. Warum ist sie dort? Weil früher, historisch gesehen, ist da der Säbel und den musst du ziehen können, wenn die Frau nebendran läuft. Ohne dass du ihr gerade Van Gogh machst. Darum, wenn sie rechts läuft, ja, pfft, Ohr ab, oder? Das sind so Tricks, zum gesehen werden. Und darum trage ich eben, glaube ich, auch den Scheitel so. Seht ihr? So, tack. Geht dort rauf. Ja, so ist es. Und das sind so die kleinen Tipps und Tricks einmal eins. Also wenn ihr dort dann nachher sagt, nimm doch den Stuhl oder unter einen anderen auslesen. Wir spielen das noch schnell fertig und nachher kommen wir zu den Fragen. Ist gut. Also, das ist mein Lieblingsstuhl oder nimm doch den Stuhl. Kannst du auch jeden anderen Stuhl auslesen. Und dann kannst du natürlich fragen, was darf sein. Du kannst auch fragen, willst du etwas trinken? Dann tust du es einhängen. Du kannst aber auch fragen, was darf sein. Dann sagen sie dir beispielsweise, ja, ich hätte gerne einen Illustrierten, weil sie das beispielsweise zu dieser Experience halt einfach auch dazugehört. Und dass sie Illustrierte wählt, das sagt euch nonverbal oder beziehungsweise implizit, nicht explizit schon, dass sie eigentlich tendenziell eher Me-Time hätte und gar nicht so viel möchte schwätzen. Eventuell fängt sie dann aber das Gespräch an und leitet es dann weg und dann gibt sie quasi einfach auch logischerweise den Freipass für den Chat und so weiter und so fort. Und dann, etwas, was extrem lässig ist und auch eure Expertise unterstreichen, ist natürlich einfach auch, wenn ihr ab und zu kurz thematisiert, was ihr aktuell gerade macht.
Wie zum Beispiel, weißt du, das ist so eine Schere, die nennt man Defibrillationsschere. Ist richtig, oder? Genau. Okay. So. Und jetzt machen wir das mit euch. Und ich tue jetzt noch so, wenn es recht ist und so. Weil jetzt, oder was auch noch cool ist, ist so ein bisschen eine Zeitangabe. Fände ich auch noch als einen Mehrwert. So im Stil von, hey, jetzt sind wir etwa in der Hälfte, jetzt sind wir etwa bei zwei Drittel. Weißt du, dann weiss ich schon, okay, wann kann ich wieder Business machen, oder? Oder der Rückruf, wo man jetzt gerade da war. Das ist beispielsweise auch etwas. Fände ich auch noch lässig. Ich habe auch noch den Splin, dass wenn es fertig ist, dann sage ich immer, ja, ist gut. Oder? Und mich müsste dann immer so halb so zurückdrücken und dann, dass man es noch von hinten sieht, weil ich habe so viel Vertrauen, dass ich sage, ja, sieht eh gut aus und so. Und was ich nicht so gerne habe, ist, wenn dann die Coiffeur mir Produkte in die Haare rein tut. Viel komisch für euch, aber das ist so. Customer Insight von mir. Ich mache es am liebsten selber. Und das geht immer wieder vergessen. Es wird gerade immer wieder vergessen, dass ich das eigentlich gerne selber mache. Und ich gerne überall gleichmäßig gleich viel drin habe und nicht da vorne so ein Tolleli. Nein, ich setze mal. Wie sagt man denn? Ihr wisst, was ich meine. Und das ist auch so etwas. Aber das tut dem Ganzen, dieser Experience tut das keinen Abbruch. Dass er dann sagt, ja, darf ich? Ich sage dann meistens, ja, mach schon mal, um mich auch inspirieren zu lassen, was wir dann er jetzt aus dem Haarschnitt machen. Schluss am Ende mache ich es dann aber gleich. So, zack, und du meine Hand waschen. Jetzt heute ist es dann natürlich relativ schnell gegangen. Ich habe dann gezahlt und bin dann auch gegangen. Üblicherweise habt ihr nachher natürlich einfach auch noch die Chance, euch noch tiefer in das Unterbewusstsein von eurem Klient zu verankern. Wie zum Beispiel, wie hast jetzt du das empfunden? Darf ich schnell wissen, wie ist das für dich gewesen? Was kann ich besser machen? Es gibt so bei allen menschlichen Triggers, die wir haben, ist so zu gehört zu werden. Everyone wants to be seen and heard. Und wenn ihr sie nach ihrer Meinung fragt, ist das wiederum eine Wertschätzung. Ist das wiederum, du bist mir wichtig. Ich will wissen, wie das ist. Und wenn ihr sie natürlich gefragt habt, wie hast du das empfunden? Und sie hat euch eine gute Bewertung gegeben. Dann kannst du natürlich auch gerade hinein fragen, ja, würdest du uns dann weiterempfehlen? Und wenn sie dann sagt, ja, dann kannst du auch sagen, mach's mal. Dann mach's doch mal. Mach's doch mal. Weil dann, wenn dann eben auch noch so ein bisschen nonchalant einer aus der Hüfte, so wie mach's mal, dann erinnert sie sich das nächste Mal daran und sagt, das stimmt, hat ja gesagt, ich sollte, also mach ich doch mal. Weil wenn du Wertschätzung bekommst, willst du etwas retour geben. Kommunikation ist Tauschhandel, ja? Und ihr gebt denen etwas, also wenn sie auch etwas retour geben. Wie zum Beispiel eben ein Selfie mit euch. Dann sollen sie es auch auf ihren Ding, weil ich mache sowieso auf meine. Also könnt ihr es auch auf euren machen. Dann geht noch schnell, hey, wollen wir ein Selfie zusammen machen? Zack, bam, ich und mein Barbiere, geil, oder? Und das gibt dann halt wieder ein bisschen Bass. Dann habt ihr wieder einen Touchpoint mehr, dort aussen, zu diesen Menschen, die ihr ach so gerne hättet. Und es ist natürlich schon auch so, der Kostas hat gesagt, du, gell, heute Abend, wenn du dann dort redest, dann musst du diesen Menschen auch noch sagen, wie toll dass der Job ist, auch in Zukunft. Weil er hat ja mir dann gesagt, dass halt einfach auch die Lehrlinge abnehmen und es nicht mehr so viele Klassen gibt von Coiffeusen und Coiffeuren von früher. Also nimmt natürlich euer Job auch noch an Bedeutung zu. Und wenn euer Job an Bedeutung zunimmt, dann wird es natürlich noch viel schöner, um eure Geschichten zu erzählen. Dann könnt ihr noch viel mehr sagen, dass die Menschen, die sich noch überhaupt noch leisten können oder eben noch einen Platz bekommen, dann erst recht in einer tollen Oase sind. Weil, wenn das Angebot sinkt und der Preis auch, dann könnt ihr natürlich eben beispielsweise auch das Erlebnis toller gestalten. Weil das ist das, was ihr macht. Und das ist das, was ich euch möchte mit auf den Weg geben. Gestaltet Erlebnis, weil ihr seid sowieso schon Erlebnis. Nur schon allein, wie ihr seid, wie ihr redet, was ihr gelernt habt. Und das Erlebnis, das könnt ihr aktiv gestalten. Und jetzt als quasi, ich glaube, der Prolog kommt vorher und der Epilog kommt nachher.
möchte ich euch als Epilog noch schnell etwas mit auf den Weg geben. Ich habe in meinem früheren Leben ein grosses Faible für Coiffeusen gehabt. Ich war etwa mit 5 Coiffeusen hier. Nein, seriell. Nicht parallel. Und jetzt bin ich ja so ein latent spiritueller Mensch, der auch so an Energie glaubt und sie auch recht gut spürt. So, das ist auch, glaube ich, meiner Hypersensibilität mit dem ADHS geschuldet, wo ich mittlerweile besser im Griff habe als früher. Und dann ist mir das immer wahnsinnig eingefahren, weil die Frauen sind so oft dann heimgekommen, entweder ausgelaugt oder energetisch anders, als ich sie in Erinnerung hatte, wo sie am Morgen gekommen sind, rausgegangen sind. Fakt. Ja. Dann habe ich mir natürlich noch geschwiesen, und über das haben wir vorhin auch geredet, habe ich mir natürlich gefragt, liegt es an mir? Bin ich nicht okay? Ist sie okay? Bin ich nicht okay? So. Bin ich jetzt ein Kind, hat sich reingerutscht. Was ist jetzt das Problem? Und dann ist mir aufgefallen, durch relativ viel auch darüber nachdenken, ist mir aufgefallen, dass es ja crazy ist in eurem Job, dass ihr die ganze Zeit, also es ist ja physikalischerweise, dass Wärme steigt. Und dass unser Hirn am meisten arbeitet. Oder? Und ihr seid ja den ganzen Tag mit euren Händen dort, wo am meisten Energie rauskommt. Und da kommt nicht nur gute Energie raus, da kommt auch viel Rotz. Da kommt zwischenmenschlich, energetisch, kommen da wahnsinnig viele Energien rüber. Und ich habe das wirklich live bei diesen Ex-Freundinnen erlebt, wo so ein bisschen auch das Thema Fremdenergien und so weiter und so fort. Und das hat dann doch auch zu schwierigen Moment geführt, wo ich das mal begriffen habe, dass die Energie, die sie heimnehmen, die ich dort gespürt habe, dass das ja eben wirklich nicht die ist, wo rein rausgegangen ist, sondern mit etwas aufgeladen zurückgekommen ist, habe ich gefunden, das muss ich euch auch noch mit auf den Weg geben, dass es da gibt. Da gibt es auch verschiedene Möglichkeiten, wie man die Energie wieder los wird. Etwas, was ich mache, wenn ich das Gefühl habe, ich sei mit einer Fremdenergie behaftet, dann tue ich kalt duschen und tue mich mit Salz, abschließend Kochsalz, ganz normales Salz, nicht irgendwie schubidubi, teures Salz, sondern wirklich tatsächlich Kochsalz, kalt abduschen. Ich mache das auch, wenn ich von der Firma heimkomme, dann tue ich mich auch mit Salzwasser kalt abduschen. Das ist beispielsweise so. Du kannst aber auch wirklich in dich hineinspüren und kannst mal schauen, okay, bin ich wirklich so komisch drauf? Ist es meine Energie oder habe ich eine fremde Energie? Wenn du eine fremde Energie in dir drin hast, dann kannst du dich auch wahnsinnig gerne einfach dich für die Energie bedanken, für die Person, die dir die Energie dargelassen hat. Da sind wir wieder bei der Wertschätzung, da sind wir wieder beim Tauschhandel. Sie hat offensichtlich etwas tauschen wollen, was ich gar nicht wollte. Also kann man auch sagen, danke vielmals, dass du mit mir hast wollen tauschen, du darfst es jetzt wieder retour haben. Das geht auch. Oder es gibt dann halt wirklich einfach auch noch so noch ein bisschen andere esoterische Sachen, die dann noch ein bisschen esoterischer sind, wie stell dich ins Licht. Dann tust du einfach so einen Kegel Licht so, und dann kannst du dich wie abschirmen. Aber das ist dann ein bisschen advanced. Um das lernen, habe ich mal eine Reiki-Ausbildung gemacht im ersten Grad und im zweiten Grad. Erstens zum Kleinen und zweitens zum auch bei mir helfen. Und so bin ich darauf gekommen, dass ich das auch euch noch schenken wollte als Kleinen. Epilog, wo an sich nichts mit dem Storytelling zu tun hat, sondern einfach vielleicht allenfalls eine wertvolle, wertschätzende Hilfestellung für euch kann sein. Dass wenn ihr so spürt, okay, ich bin gerade ein bisschen diffus mit mir und meinen Gefühlen und ich weiss jetzt gerade nicht, woher das kommt, dann kann es eben sein, von ihm arbeiten. Und es kann eben auch davon kommen, dass ihr euch dann dort halt wieder reinigen könnt von dem und euch bedanken für das und das wieder retourgeben. In dem Sinn, freue ich mich auf Fragen. Ich hoffe, es hat gefallen. Und ja, es sind jetzt 3/4 Stunden, genau so wie wir es gesagt haben. Perfekt. Danke vielmals.